Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, ich werde heute meinen kleinen Bruder mit dem größten Geschenk jemals überraschen, und zwar einem komplett gestalteten Motorrad. Chrissy hat sich einfach schon wieder etwas gebrochen, das heißt, er kann leider nur mit Krücken laufen, und ich hoffe natürlich, dass ich damit seine Laune verbessern kann. Vielleicht motiviert er sogar seine Knochen schneller zusammenzuwachsen. Das Problem ist, dass wir für das ganze Projekt nur 48 Stunden Zeit haben, Leute, und Chrissy darf das Ganze auch auf keinen Fall mitkriegen, das heißt, das wird ganz schön schwierig, aber ich habe mich gestern direkt schon an die Arbeit gemacht, locker 3 Stunden oder so nach Motorrädern geschaut, und was soll ich sagen, Leute? Das hier ist das Motorrad, was wir gestalten werden! Ihr habt's gesehen, Leute, die sieht einfach so unfassbar nice aus. Und um jetzt die ganze Karre richtig schön weiß zu bekommen, haben wir jetzt hier noch 2 Originalteile. Die werde ich umbauen, dann ist sie komplett weiß, anschleifen und dann geht's auch schon los, das ganze Motorrad customizen. So, das erste Teil, Leute. Die wird danach so nice aussehen. Ey, die sieht ja in komplett weiß auch ultra krass aus, so richtig edel. Das Motorrad ist jetzt einfach komplett weiß und sieht jetzt schon so edel aus. Und ihr dürft auf keinen Fall vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das hier wird Chrissys größte Überraschung und ich würde sagen, jetzt wird das komplett angeschliffen. Das Motorrad ist jetzt fertig zum Anmalen und Leute, weil Chrissy gleich von der Schule nach Hause kommt, müssen wir uns richtig beeilen und das Motorrad in meine Wohnung bringen. Und Freunde, ich würde sagen, los geht's. Leute, wir haben es in die Tiefgarage geschafft. Das war so knapp einfach. Ich musste währenddessen Chrissy nochmal mit Mutti ablenken, dass sie mit ihm Eis essen geht. Aber jetzt kommt die große Frage: Passt sie in den Fahrstuhl? Und? Sie passt, Leute, sie passt! Yo, wie nice! Junge, hättet ihr das gedacht? Boah. Ja, wieder raus. Was? Jo! Junge, es hat funktioniert! Es hat funktioniert! Boah! Ey Leute, das hat einfach alles funktioniert. Das Motorrad steht jetzt perfekt dort in der Mitte. Und ich würde sagen, ich starte direkt hier beim Schutzblech. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Mal schauen, was ich darauf male. Aber vielleicht irgendwie sowas in die Richtung Flammen. Dann sehen auch alle, dass das Motorrad schnell ist. Der erste Strich kommt jetzt rauf. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott, direkt hier vorne. 3, 2, 1. Oh, es funktioniert aber, Leute, es funktioniert. Yo. Ich hoffe so sehr, dass das halten wird, Freunde. Irgendwie sieht das gerade bis jetzt gar nicht so gut aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Junge, warum sieht das so aus? Aha. Fertig, Leute. Junge, sieht die nice aus. Also das Feuer ist ja schon mal richtig krass geworden, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt wird der Rest vom Schutzblech bemalt. Ich bin jetzt mit dem ersten Design endlich fertig geworden. Das hat einfach schon viel zu lange gedauert. Aber damit ich jetzt mal ein bisschen schneller bin und vorankomme, habe ich mir natürlich direkt aus den Tiefen des Dschungels einfliegen lassen. Luise! Grüß dich! Wie findest du das Design? Sehr gut. Echt? Ja. Können wir direkt so weitermachen? Natürlich. Okay, also ich werde erstmal anfangen mit Chrissys Lieblingsfarben. Ich darf jetzt nur in grün, blau und türkis malen. Ne, und du auf der anderen Seite eine ganz besondere, flauschige Kreatur. Foxy! Oh nein! Doch! Nein! Doch! Doch! Okay, Leute, ja, ich muss Foxy malen. Also, ich werde mein Bestes geben. Ich habe mir jetzt diese Fläche hier ausgesucht, um Foxy darauf zu malen und habe mir gleich dieses Bild dazu ausgesucht. Ich habe ihn verdeckt. Wow, krass, Junge.
Ich spiel mit Ball. Wir sind jetzt beide fertig geworden. Die Zeichnungen sind am Motorrad und um jetzt zu entscheiden, wie lange wir Freestyle Zeit haben zu zeichnen, werde ich einfach mal Christian rufen und so ein bisschen versteckt mal fragen. Grüß dich. Was machst du gerade? Ich war gerade am Essen. Sag mal eine Zahl von 1 bis 5. 4. 4, okay, stark. Damit hat uns Chrissy also 4 Stunden Zeit gegeben, Freestyle zu customizen. Er weiß natürlich von nichts und ich hoffe, dass wir es einfach die 4 Stunden durchhalten. Das wird so anstrengend. Bis dann ist auch schon die Sonne untergegangen, aber du darfst den goldenen Timer starten. 4 Stunden beginnen, los geht's. Die 4 Stunden sind jetzt um, Freunde. Wir haben einfach schon so viel geschafft, aber wir sind beide echt durch. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen, Leute. Heute ist der nächste Tag und wir haben so viel geplant. Wir müssen heute unbedingt fertig werden. Und deswegen mache ich mich direkt an die Arbeit. Ich will bei meinem Bereich so Palmen ranzeichnen, Wellen und alles, was so ein bisschen mit Strand zu tun hat. Und Luisa hat eine ganz besondere Aufgabe. Während Vinny auf der anderen Seite an seinem Bild arbeitet, werde ich hier auf der freien Fläche Chrissys YouTube-Namen Christiny hinschreiben. Das Motorrad sieht aber schon ultra heftig aus und um jetzt zu entscheiden, was hier vorne für eine Startnummer für Chrissy raufkommt, werde ich so viele Backflips wie möglich in 20 Sekunden machen. Ich werde die Backflips draußen auf der Terrasse machen, Luise wird von drin zählen und du musst auf jeden Fall schön laut Stopp rufen, ne? Nicht, dass ich nachher 1 Million Backflips mache oder so. Ich werde die Zeit stoppen. Okay, los geht's. Start! 1, 2, 3. Junge, das war ganz schön hart. Das heißt, Chrissy, deine Startnummer ist die Nummer 8. Yo, was geht's? Vorne die 8 ist richtig cool geworden. Und jetzt heißt es nochmal Ultra Gas geben. Wir müssen so durchziehen jetzt. Viel zu viele weiße Flächen eigentlich. Und morgen früh muss die Überraschung stehen. Essenspause, Leute, muss auch mal sein. Hat Luise lecker gemacht. Das ist mein Lieblingssalat. Und natürlich darunter noch die 629.000 Abonnenten. An der Stelle natürlich fettes Dankeschön. Also vergesst nicht zu abonnieren. Zu jedem guten Motorrad gehört auch ein guter Motorradhelm. Den habe ich natürlich am Start und der wird jetzt gestaltet. So, Freunde, ich mache hier jetzt nochmal am Ende so ein richtig heftiges Feuer. Das sieht so krass jetzt schon aus. Jetzt ist der große Moment gekommen, Leute. Es ist so spät einfach, aber wir haben es geschafft. Hier der allerletzte Strich. Yes! Junge, wir haben es geschafft. Das heißt, morgen früh müssen wir alles vorbereiten für die Überraschung und dann schauen wir mal, wie Chrissy darauf reagieren wird. Heute ist der große Tag gekommen. Ich werde Chrissy mit diesem Motorrad überraschen. Ich bin einfach so unfassbar aufgeregt. Ich hoffe, dass alles funktionieren wird und jetzt nicht irgendwie was noch schief geht. Das war so viel Arbeit und das Motorrad kommt jetzt in den Garten. Leute, wir haben es geschafft. Das Motorrad steht im Garten und ich werde jetzt Chrissy holen. Ein bisschen weiter nach links. Links, ja. Ich ziehe sie dir nach oben, warte. Okay. So. Okay, Karton. Und? Du kannst einmal, ich pack sie ein bisschen aus. Jo, ein Kostenweiß Crosshelm. Okay. Und? Ja, nice. Oh, great. Wie findest du ihn? Hey, ja, nee, ist cool. Film, passt da? Warte, bevor du ihn aufsetzt, dreh dich mal ganz kurz um. Yo! Das ist dein neues Motorrad. Ui, was? Na! So.
Okay. Ein komplett gestaltetes Motorrad. Damit hätte ich nicht gerechnet. Yo. Oh, Baby Yoda. Wie nice. Oh, Foxy. Cool. Und du kannst hier immer raufdrücken. Drück mal rauf, länger gedrückt halten. Ich hätte sogar eher mit einem Alpaka gerechnet. Dein erstes eigenes Motorrad. Ihr habt es gesehen, das ist das gestaltete Motorrad. Es hat einfach alles funktioniert. Chrissys Überraschung. War gut? War gut. Hast du es erwartet? Nein. Okay. Ich hätte wirklich alles erwartet. Ich hätte sogar, wie schon gesagt, einen Alpaka mehr erwartet. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie man den Daumen nach oben da und abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.